Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Ich habe mir jetzt mal einen Spaß gemacht, habe mal ein paar Seiten rausgesucht, jetzt bei Online-Batterien. Die Links habt ihr nochmal unten in der Beschreibung. Hier wird auch kein Innenwiderstand angegeben, auch bei Infos zum Hersteller, wenn ich auf weitere Produkte gehe. Ihr könnt es ja selber mal probieren. Auf jeden Fall keine Angabe von einem Innenwiderstand, was schon ja bedenklich ist, sage ich mal, ne? Zieht sich dann durch. Wenn wir weiter gucken, hier haben wir GNB Industrial Power Systemlösung für die Bahntechnik. Geht es halt hier auch um die Staplerzellen. Und auch wieder hier keine Angabe vom Innenwiderstand. Nur irgendwelche Größe, Gewicht und Polung und Anschluss und etc. Aber auch keine Angaben vom Innenwiderstand. Dann haben wir hier nochmal Online-Batterien, ist aber dasselbe in grün. Hier auch wieder keine Angaben zum Innenwiderstand. Dann sind wir noch bei Novatrans. Batteries as Mobile Power. Ne? Hier seht ihr schon so einen bisschen zerschnürten Gabelstapler. Hätte ich beinahe gesagt. Das sind eben die Akkus, von denen ich rede. Und hier haben wir wieder dasselbe Problem. Keine Angaben von wie viel Innenwiderstand hat diese Zelle. Ich habe mit dem Micha zusammen, wir haben gut eine Stunde gebraucht, um die Daten für dieses Video hier zusammen zu kriegen. Vielen lieben Dank nochmal, Micha, fürs mit raussuchen und so. Und wie ihr seht, sind wir erstmal bei der Hälfte. Ein Haufen Angaben, allen möglichen Schickimicki. Jetzt kommt halt hier nur Zellengröße, Daten etc. Ein paar Seiten. Kein Innenwiderstand angegeben. Ne? Dann haben wir hier noch Stapler Batterie.Center. Übersicht der Batterien, blablabla, nach DIN hast du nicht gesehen. Und ja, hier ist alles auf Anfrage, beziehungsweise eigentlich nur der Preis. Hier wird auch nur Drogennummer, die interessiert mich ja, ne? Die Drogennummer, das ist wichtig. Das ist ein Blödsinn, na egal. Auf jeden Fall hier auch wieder keine Angabe vom Innenwiderstand der Zellen. Von keiner. Ne? Hier haben wir nochmal Leistung, Drucknummer, Zelltyp, ist uninteressant. Ne? Dann haben wir www.jungheinrich.de, ein Staplerhersteller, sage ich mal. Hubwarenhersteller auch. Ne? So, unter anderem. Die schreiben jetzt so viel über die Akkus, ja, so eine Broschüre, Energie, Tipps und Tricks, aber nirgendwo steht irgendwas mit Innenwiderstand. Okay, hier haben wir noch einen Link von Micha, das ist jetzt Winston Battery mit chinesischer Anleitung. Das ist aber Lithium Power Batterie jetzt und hier ist eben dasselbe auch wieder, keine Angabe vom Innenwiderstand. Ne, wenn wir jetzt mal hier durchgehen, müsst ihr euch, wenn das Video mal pausieren. Aber nirgendwo steht was vom Innenwiderstand. Hätte ich die wichtige Seite fast vergessen. Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator. Ja, es ist eine ganz schöne Seite hier bei Wikipedia. Ich halte überhaupt nichts mehr von Wikipedia. Hier haben wir wieder mal einen Beweis. In diesem ganzen Wikipedia-Artikel, es ist unfassbar, Leute, steht nichts über den Innenwiderstand der Zellen. Das ist ja unfassbar. Spannungsbereich, Bauform, Anomalien und bla bla bla, sämtlicher Vor- und Nachteile, Vorteile, Zyklenfestigkeit, bla bla bla. Aber nirgendwo steht wenigstens mal eine grobe Hausnummer nach dem Innenwiderstand. Ne? Also selbst bei Wikipedia, wobei, wie gesagt, ich halt von Wikipedia nichts mehr. Hier seht ihr das auch nochmal, dass die wichtigste Angabe beim Akku eben einfach nicht drin ist. Warum? Ne? Ist doch alles scheißegal. Leute werden halt abgezockt und zahlen und sterben dann und alles und ja, dann ist das halt so, wie es ist. Ne? Vielleicht habe ich es auch überlesen, keine Ahnung. Ich bin am Suchen, ich habe dann irgendwie noch Strong F gemacht. Warum geht das jetzt nicht? Und wir geben jetzt mal ein Innen-Null-Angabe. Dann geben wir mal einen Widerstand. Null Angabe, wieder eine Übereinstimmung. Und wie komme ich da jetzt hin? Achso, widerspiegelt. Ja, wollen wir vor. Hier geht es weiter. Hersteller und so. Auf jeden Fall kein
auf der Wikipedia-Seite mal zumindest keine Erwähnung von Innenwiderstand oder sonstigen. Also es ist unfassbar. Dann habe ich, bevor wir jetzt auf die Kapazitäten, Innenwiderstände und etc. eingehen, habe ich noch was Interessantes gefunden, wo sie wieder ein bisschen schummeln, die Lümmel. Und zwar bei buddhaschreib.de. Der hat zum Thema Innenwiderstand, Lipo-Kapazität messen, Innenwiderstand messen, hat er ja einen schönen Artikel gemacht und hat am Ende hier das Thema Wechselstrom-Innenwiderstand erwähnt. Das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Bei den Winsten Lipo vor 16 Ampere soll der Innenwiderstand übrigens laut Datenblatt 0,7 Milliohm betragen. Diese Angabe entspricht aber nicht der Messmethode, die wir hier angewendet haben. Die Hersteller messen nämlich gerne nach der Wechselstrom-Innenwiderstandsmethode in AC 1000 kHz, was einen unrealistischen Wert liefert. Bitte im Hinterkopf behalten. Da haben wir noch natürlich ein paar Angaben haben wir gefunden. Mal eine ganz grobe Übersicht haben wir hier zum Beispiel AGM-Batterie mit 4,5 Milliohm. Dann haben wir Staplerzelle in Reihe, 2x6 Volt in Reihe mit 2,0 Millivolt. Und hier schreiben sie schon 0,34 pro Zelle. Ne? Staplerzelle. Also wir müssen wirklich unterscheiden. Wir sehen das so hier nochmal bei einer Gelbatterie. Die ist bei 3,8 zu 4, wobei das auch schon unrealistisch ist. Ist eigentlich weniger ein bisschen, wenn sie gut genug sind. Also mit einem Renf kriege ich die auf 3, 2 oder so. Ne? Und vor allen Dingen 180 Amperestunden. Also das ist ja schon ganz schön erbärmlich. Ne? Egal. Und bei den Lithium-Dings in Reihe sind wir bei 0,35 pro Zelle. So, und hier können wir jetzt schon mal sehen, dass erstens mal müssen wir unterscheiden zwischen einer Starterbatterie und einer Staplerbatterie. Das ist zwar beides Blei, beides mit Säure, ist irgendwo schon eine Bleisäurebatterie, aber die Staplerbatterie ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist was ganz anderes. Ihr seht das auch am Innenwiderstand. 0,34 pro Zelle und hier 0,35. Also wenn man nach dieser Tabelle geht, verliert tatsächlich Lithium, Eisen, Y, P, Phosphat ist das dann 4. Ich weiß gar nicht, was Y jetzt steht. Ist ja egal. Auf jeden Fall, hier haben wir schon mal, wo Lithium gegen, wenn man jetzt die Einzelzelle betrachtet, zumindest mal gleich ist. So. Nächster Punkt wäre dann LEVO Batterien, made in Germany. Ja, wir akzeptieren das. Und das ist jetzt so wie so eine Gabelstaplerzelle, sage ich jetzt mal, also ungefähr. Ne? Und da haben wir hier tatsächlich mal ein Datenblatt gefunden, wo hier R in Milliohm ist. Und wenn wir da jetzt mal runterscrollen zu den größeren Zellen hier, liegen wir, sagen wir mal, unten, ganz unten bei 0,1 und ja, ein bisschen weiter 0,2, 0,1, irgend sowas, ne? 0 bis 0,3, hier ist auch 0,7, 1. Also so, umso kleiner die Bleibatterien sind, umso höher ist der Innenwiderstand. Also so eine Autobatterie ist halt von PV-Speicher etwas ungeeignet. Ne? Dann müsst ihr euch so einen Stapler-Akku holen, der auch gute Werte hat. Ne? Nächste Seite, hier haben wir dann von Lithium Eisenphosphat. Darum geht es auch in dem anderen, weil es mit Y noch drin ist, weiß ich jetzt wirklich nicht, was es ist. Interessiert mich ja nicht, welchen Müll. Ne? Und hier war jetzt auch wieder mit Angabe. Jetzt muss ich aber selber schnell mal gucken. Ja genau, hier ist es. Resistanz 20 Milliohm, Jungs. Ne? 20 Milliohm. Der heilige Gral. Die Seite lasse ich mir gleich mal offen, weil hier haben wir noch ein paar schöne Diagramme, wo wir auch noch mal vergleichen können. Das gucken wir uns dann im Vergleich zu der anderen Seite nochmal an. Hier haben wir das ist auch wieder Lithium-Eisenphosphat von die Seite, wie hieß es? Elithium, F-Lithium, scheißegal, die ist selber. Auf jeden Fall sind wir hier auch internal Resistance 0,25 Milliohm. Was hat man hier? 20 Milliohm. Gut, die sind dann wahrscheinlich schon in Reihe geschalten oder so. Aber
Also das ist hier pro Zelle 0,25. Ist in dem Fall besser wie Lithium-Y-Eisenphosphat und auch die Stapler-Batterie in Klammern, weil es eine AGM ist. AGM ist beschissener, hatte ich euch auch schon mal in einem Video, ihr 10 Jahre AGM-Batterie aufgesägt. Da seht ihr, dass wie scheiße es ist. Es gibt halt nochmal einen Unterschied AGM, Gel und flüssig. Das gibt es bei Stapler-Batterien auch. Und die AGM und Gel, die sind halt scheiße. Ne? Das ist der Müll. Das war der erste Versuch, die Leute zu verarschen, sag ich mal. So, also die wäre jetzt im Müh besser, ist aber noch gegen Gel. Ne? Hier haben wir nochmal DC Internal Resistance. Also mit DC durchgemessen. Der hat hier in der Tabelle, das hat auch Micha herausgefunden, dass die Seite hier oder was. Und zwar schreiben sie hier, das hatte ich ja am Anfang, DC Resistance und hier ist Methode. Ne? Also die haben die ersten drei hier mit DC gemessen und jetzt passt mal auf. Und hier hinten, um wieder zu schummeln, AC. Ne? Damit die Werte, damit es ein bisschen besser hinkommt. Beim, wenn man jetzt mal so normal guckt, sind wir ja immer bei 8 Milliohm, hier haben sie nichts angegeben, 2 Milliohm und dann hier mit der Betrugsmessung 0,9, ne, werden Leute wieder verarscht. Genau, das wollte ich auch noch zeigen. Oder mal interessant zu der, bei Lithium-Eisenphosphat, zu der Different Discharge Cycle Life ist hier angegeben in der Tabelle, wie viel Prozent Remaining Kapazität, wie viel Belastung und die Zyklenanzeige geht hier bis 5000. Wenn wir jetzt mal zum Blei-Akku gehen, aber Stapler-Akku, geht die Liste hier schon mal, wenn wir jetzt bei 10% Belastung sind, wobei das natürlich schon ein bisschen unrealistisch ist, ja, 12.000, 13.000 Zyklen ungefähr, ne? Bei 10% Nutzung. Hier haben wir jetzt nochmal ein kleines Beispiel. Zyklenlebensdauer im Vergleich. Wird jetzt verglichen Starterbatterie gegen, also hier unten Starterbatterie, dann kommt die Solarbatterie, Fließbatterie und Gelbatterie. Ist im Grunde genommen, ist es richtig, aber 180 Grad verdreht, weil die Starterbatterien, die stehen in dem Fall hier ja im Kopf erstmal für jeden für die Staplerbatterien. Das sind aber nicht dieselben, wie ich euch schon erklärt habe. Und die werden ja gar nicht angegeben. Ne? Warum? Ist ja dasselbe. Nee, ist es nicht. Der Innenwiderstand ist wesentlich anders. Es ist eine viel größere Fläche der Zellen. Die sind viel höher belastbar als eine Starterbatterie und etc. Und hier wird eben überhaupt nicht drauf eingegangen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also meine Meinung ist, meine Meinung in dem ganzen Video, eine Meinung mal, die Batterien hier, die wurden entwickelt für die Leute, die nicht wissen, wie man eine Bleibatterie benutzt. Ist meine Meinung. Der Lithiummüll genauso. Also explizit Lithium-Eisenphosphat. Dann noch ein wichtiger Punkt, finde ich, sollte man auch mal erwähnen. Haltbarkeit, Batterien, da kommen wir noch auf ein anderes Thema, aber da wollte ich euch gleich mal zeigen, dass fast bei jedem Hersteller, wo ich tatsächlich drauf war, immer hier gebraucht Batterien. Warum nur, ne? Und dann hier unten, guck mal, modernste Ladegeräte in 50 Hertz und HF-Technologie. Also hohe Frequenz. Also die machen 50 Hertz und dann ist es irgendwie mal hohe Frequenz. Das, was wir seit Jahren schon machen, die Akkus regenerieren. Mittlerweile ist es ja auch mal auf den Seiten angekommen. Es wird jetzt eben gemacht, die Akkus regeneriert. Ich habe noch keinen gefunden, der Lithium-Akku regeneriert oder irgendwie. Im Ende sieht man nur Videos, wie die Dinger abrauchen und den Leuten das Zeug kaputt machen und so. Hier sehen wir es mal, bei einer Staplerzelle geht es eben auch regenerieren und ihr kriegt sogar von einem Hersteller gebrauchte Batterien. Das müsst ihr mal überlegen, ne? Möchte mal einen Hersteller sehen, der gebrauchte Lithium-Batterien verkauft. Naja. Zum Thema Haltbarkeit hat der Micha da noch was gefunden. Vielen lieben Dank. Oder mal könnt ihr mal vielen lieben Dank an Micha in den Kommentaren hauen. Da hilft mir da echt wahnsinnig viel. Jetzt sind wir bei der Firma Linde. Die kennt ja wohl doch der ein oder andere. Und es ist einfach nicht zu fassen, Jungs. Was der Micha da gefunden hat. Sitzt aber auf Englisch. Spielt aber jetzt mal nicht so die große Rolle. Und zwar wird hier verglichen Lithium-Ion gegen Lead Acid, also Bleisäure gegen Lithium-Ionen-Akku. Und es ist
unfassbar, Jungs. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet. Und zwar schreibt er hier hin bei Leeds. Kann ich hier noch näher ran oder was? Ah, guck mal, können wir noch kurz mal. Und zwar schreibt er hier a Plus, also ein Vorteil für Leeds. Die müssen nie gewechselt werden. Na gut, wenn die Karre komplett abbrennt, brauchst du nicht mehr wechseln, ne? Na gut, macht Sinn. Na ja. Das musste sein. So, dann haben wir hier noch zum Thema Haltbarkeit. Lithium-Eisenphosphat. Da wollte ich euch mal noch was auf den Weg mitgeben. Und zwar wie bei dem Bleiakku. Genau, bei dem Bleiakku hier ist halt immer zu beachten, die Belastungsstärke, wie wir es hier sehen. Und huch, genau, hier haben wir die entwickelt für außergewöhnliche Zyklenlebensdauer. Mehr als 10.000 Lade- und Entladezyklen versprechen sie hier. Und das ist so ähnlich wie mit den AC-Innenwiderstandmessen oder DC. Hier wird halt wieder ein bisschen geschummelt. Weil wenn man jetzt sagt, entwickelt für außergewöhnliche mehr als 10.000, okay, da gehen wir jetzt auf die... Nochmal auf die Seite von Levo Batterien. Ja, da haben wir hier bei 10% 12.000 Zyklen. 2.000 mehr als... Jetzt habe ich wieder falsch geklickt. 10.000 mehr... Quatsch, was sage ich denn? 2.000 mehr, beziehungsweise fast 3.000 Zyklen mehr nach Laborbedingungen, nach den ihren Hirngespinsten, sage ich mal. Weil die 10.000 Ladezyklen, natürlich, wenn er die umso weniger die belastet, ist es auch so ähnlich wie beim Bleiakku halt, ne, dass die dann länger halten und mehr Zyklen schaffen. Aber diese Werte hier, das sind ja schon VW-Abgasskandal, könnt ihr euch noch erinnern? Haben alle irgendwie schon wieder vergessen, ne? Die machen das nicht hier. Nein, das ist alles immer 100% richtig. Ja, genau. Ja. Also wenn man jetzt danach geht, dann kann ich hier auch sagen, okay, die kann auch so viel. Und ich stelle halt mal noch die Frage in den Raum jetzt hier. Wer mein Video gesehen hat, 20 Jahre alter Gabelstapler-Akku mit 100% Leistung. Ich habe den ja einfach nur sauber gemacht und ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal regeneriert, aber das kannst du vergessen. Ich habe nur den Schlamm rausgemacht, der macht den Kurzschluss. Und ja, mehr ist das nicht. So, und jetzt wäre halt mal die Frage hier an Levo Batterien oder was ist, das sind meiner Meinung nach ja die kompetentesten, die ich gefunden habe, die wirklich mal alle Angaben hinschreiben, die, ja, Props gehen raus, ihr macht einen guten Job. Ist denn das jetzt hier die Angabe, dass das Blei komplett Schrott ist? Also abgesetzt ist auf dem Boden, weil immer 1-4, 5-6%, ich weiß nicht, 3% oder 2% gehen bei der Elektrolyse bei der Bleibatterie eben nach unten, fällt ab, fallen nach unten. Ja, da frage ich jetzt, was ist, wenn ich die dann sauber mache, nach den, keine Ahnung, tausenden Zyklen? Ne? Ich habe es ja bei der Innenstaplerzelle gemacht, die hat dieselbe Kapazität, sogar ein bisschen mehr wie vorher. Wie oft kann ich das machen? Also ich denke, dass die grundlegenden Angaben, meinetwegen hier mit 1500, das ist, wenn du die Batterie halt komplett falsch benutzt, eine Bleibatterie, falls dich das interessiert, wie eine Bleibatterie richtig benutzt wird, haut es mal in die Kommentare unten rein und dann muss ich halt mal ein Video dazu machen, weil ich sehe es auf jeden Fall bei YouTube und überall, dass alle das falsch machen und überhaupt kein Verständnis für Bleibatterien haben und dann sagen, ja, Bleibatterien sind scheiße. Ja, dann bist du jemand, der hier sich hier rum... bewegt. Ich sage ja auch immer, dass ich in vielen Videos kalkuliert, nicht auf Null, ob das nur PV ist oder was auch immer ich sage, ne, oder Kettenstärke, irgendwas nie auf Null kalkulieren, weil irgendwann kommt die Null und dann stehst du da. So, und wenn man jetzt hier seht, ihr auch die Leute, die eben mit Blei auf Null kalkuliert haben, ja, ist klar, dass die sagen, dass Bleibatterien scheiße sind. Ne? Wenn du auf 50% schon mal gehst, dann bist du hier, sagen wir mal, grobes Doppelte gegen 80. Und das sind 1500 Zyklen Unterschied. Ne, wenn der eine nur 1500 Zyklen schafft und der andere schafft 3000, das ist das Doppelte. Wenn der eine da 3 Jahre hingekommen ist, kommt der andere 6 Jahre hin. Der eine sagt jetzt, ja, die sind scheiße, sind nach 3 Jahren kaputt. Der andere sagt, na, nach 6 Jahren waren nicht mehr ganz frisch. Also die sind ja hier jetzt nicht Schrott. Ne? Die haben ja dann trotzdem noch Kapazität. Da sagt er, ja gut, die haben halt dann ein bisschen weniger oder so, ohne sie zu regenerieren. Man könnte es noch regenerieren. Und ja, ich habe da noch ein paar Werte aus... Internet, sage ich mal, ist ja alles aus dem Internet, aber mal aus einem Forum von Müller, Meier, Schulze, sage ich jetzt mal. Wobei die Dina, genau, die Dina, hier, die Dina hat mal gemessen. Und zwar Lithium-Eisenphosphat
Und sie kommt, die besten Zellen lagen bei etwa 2,3 Milliohm, die schlechtesten bei 5,5 Milliohm. Das ist halt der Unterschied. Der Hersteller wird natürlich dann sagen, wenn ihr das jetzt in Regress nehmen wollt oder so, ich muss schon lachen, ne? Dann sagen die, ja, wie hast du gemessen? So, dann sagst du, ja, ich habe mit dem und dem Messgerät, dann schreiben die dir, ja, das ist ja eine DC-Messung. Wir haben ja mit AC gemessen. Du musst mit AC messen und dann kommst du auf die Werte, die wir haben. Wenn du natürlich mit DC misst, kommst du auf Werte, die beschissener sind wie von der Bleibatterie. Ja, scheiße, ne? Hab ich nicht, Mr. Ich hier. Die Dina, ne, ist schuld. Nicht ich. Ich war es diesmal nicht, der Bösewicht. Die Dina ist ganz... Tja. Dann haben wir hier noch auch ein Forum, akkudoktor.net. Ist schon ein paar Jahre alt und... Ihr schreibt einer, hat gecheckt und kam auf einen Innenwiderstandswert von 4 Milliohm, Jungs. 4. Ne? Also, da sind wir jetzt schon im Bereich einer Starterbatterie. Richtig beschissen. Aufgedruckt sind 0,2 AC-DC-Messungen. Müsst ihr aufpassen. Ne? Ihr werdet nicht nur bei der Stromrechnung mit AC beschissen, ihr werdet auch beim Innenwiderstand damit beschissen. Hashtag mein AC versus DC-Video könnt ihr euch ja mal reinziehen. Ja, ich habe euch jetzt extra nochmal aus 2 Foren rausgesucht. Ihr könnt auch noch andere Foren raussuchen, selber suchen, wo ihr von anderen Leuten, hier war es, was der vorsichtige Stromfühler hieß, der, ja, Beitrag von, was weiß ich, vor einem Jahr, also ne, wann hier, 22. Dezember 2021, glaubt mir, ich bin das nicht, ich fake hier nicht die Seiten und melde mich irgendwo an und du irgendwelche Fake-Daten hochladen, nee, die Hersteller wollen nicht, dass ihr es rauskriegt, den Betrug, und die, die es dann schreiben, sind halt verwundert und schreiben, hä, wie kann denn das sein hier, ne, und so, die Frage ist noch okay, oder muss ich davon ausgehen, dass die Zellen Müll sind, nee, musst du nicht, das ist Müll, die ist so gesehen noch in Ordnung, ne. Und ja, das ist halt ein riesen Betrug, der hier abläuft. Und der wird ja von vielen YouTubern unwissentlich unterstützt. Da bitte ich euch mal, meine Zuschauer noch, vielleicht neue Zuschauer oder andere Zuschauer, das meiner Meinung nach kann das so nicht weitergehen. Also ich bin da richtig angepisst, Leute. Die YouTuber, ob nur groß oder klein, kriegen von den Firmen die Lithium-Akkus, Lithium-Eisenphosphat oder was geschickt. Kostenlos natürlich und müssen dann darüber ein positives Video machen. So. Und die werden natürlich hier die Werte von dem Hersteller erwähnen. Die werden euch nicht sagen, ey, messt das selber mal und stellst du fest, Moment mal, so gut sind die ja gar nicht. Weil dieser Milliohmwert, also dieser Widerstand dieser Zelle, der gibt vor, wie viel Strom eine Zelle liefern kann. Das bedeutet, wenn ich eben jetzt hier drauf schreibe 0,2 und die hat aber in Wirklichkeit 4 Milliohm, dann kann die niemals den Strom so liefern, wie das mal gedacht war. Ne? Es mag im Dings das geben, im Labor, dass das stimmt, aber mit 4 Milliohm den Strom kann auch eine Autobatterie liefern, weil sie denselben Innenwiderstandswert hat. Und damit ist die Strombesserheit ist dann vorbei. Und der Trick meiner Meinung nach ist, dass die Bleibatterien, die Leute keine Ahnung davon haben, tut mir leid, muss ich sagen, was heißt tut mir leid, es ist einfach die Wahrheit. Und daraufhin die Hersteller reagiert haben und gesagt haben, hey, komm hier, okay, wenn die zu dumm sind, das Gute zu, dann geben wir denen irgendwelchen Schrott, der das kann, was die wollen. Und dann landest du hier bei solchen Müll, dass ja die Werte gestreckt werden und am Ende kriegen, tun die YouTuber Werbung dafür machen, für eine Sache, die sie gar nicht wissen, nicht kennen, sie dürfen nur positive Werbung machen. Und am Ende, nach ein paar Jahren, hocken sie alle rum, ja, meine Lithium-Akkus sind hochgegangen, BMS ist kaputt, das und geplatzt und Rauch und alles ist scheiße. Naja, ich weiß nicht, du. Mein Tipp, hol euch die Stapler Nasszellen, solange wie es sie noch gibt. Das ist 100 Jahre alte, bekannte Technik. Da gibt es nichts mehr irgendwie Geheimnisvolles oder so. Die können regeneriert werden. Ich habe selber im Video gesagt, ihr könnt das selber zu Hause machen. Ist eine ganz schöne Sauerei, muss man dazu sagen. Aber mein Statement ist dieses Video. Mich braucht keiner mehr fragen, Lithium oder Blei. Dann schicke ich dem ab jetzt das Video. Und für mich ist das Thema beendet. Da braucht ihr mir auch keine Videos mehr oder irgendwelchen anderen Mist schicken. Lest die Datenblätter, wenn ihr da nicht in der Lage dazu seid, dann würde ich meine Klappe halten. Ne? Und wie gesagt, passt bei den anderen YouTubern auf, die sind nicht neutral. Ne? Das ist keine neutrale, die machen nur, ja, Mané, Mané, Bam, Bam, bei mir gibt's alles gut, Schluss, tschüssi.